Hallo und herzlich willkommen zu Visite, Ihrem Gesundheitsmagazin bei Studio 47. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben, denn wir geben Ihnen heute einen Einblick in die Frauenklinik am Bethesda Krankenhaus und sprechen später noch mit dem Chefarzt der Frauenklinik darüber, was diese so besonders macht. Diagnose Endometriose. Trotz der hohen Verbreitung und gravierenden Auswirkungen haben die meisten Frauen bis zur Diagnose noch nie von dieser Unterleibserkrankung gehört. Psychische Belastungen und Unfruchtbarkeit können mit Endometriose einhergehen. Die Frauenklinik am Bethesda Krankenhaus fängt Patientinnen mit dieser Erkrankung auf. Und wir durften Chefarzt Dr. Harald Krentel bei einer seiner Visiten begleiten. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Na, wie geht's Ihnen denn jetzt? Ja, geht. Schwach. Ja. Sie sind ja gestern Abend gekommen, ja? Ja. Genau. Mhm. Können Sie noch mal sagen, weshalb Sie jetzt gekommen sind? Was war der genaue Grund? Ich habe starke Unterleibsschmerzen, starke Blutungen. Die haben nicht aufgehört. Und ist es denn jetzt schon ein bisschen besser geworden durch die Schmerzmittel? Ein bisschen. Okay. Mein Name ist Harald Krentel, ich bin seit dem 1. Oktober 2018 Chefarzt der Frauenklinik im Bethesda Krankenhaus. Und ja, unser Ziel ist es, in Duisburg eine große klassische Frauenklinik zu etablieren, die im Grunde das ganze Spektrum des Faches abdeckt. Das ganze Spektrum des Faches möchte Dr. Harald Krentel gemeinsam mit Dr. Katja Engeland abdecken. Seit einigen Jahren arbeitet das eingespielte Team schon zusammen und seit Herbst 2018 in der Frauenklinik im Bethesda Krankenhaus. Na, den Herrn Dr. Krentel kenne ich ja schon ein bisschen länger. Wir haben schon gemeinsam in der vorherigen Klinik zusammengearbeitet und zwar in gleicher Konstellation. Und die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr freundschaftlich, sehr effektiv und macht sehr viel Spaß. Neben dem Spaß bei der Arbeit ist vor allem das effiziente Arbeiten und die Visite ein wichtiger Teil im Krankenhausalltag. Dr. Harald Krentel achtet beim Besuch seiner Patienten besonders darauf, das Krankheitsbild verständlich zu erklären und Vertrauen auf Seiten der Patienten aufzubauen. Gut, wir hatten ja eben die Untersuchungssituation. Ich habe Sie einmal untersucht und habe Ihnen so ein bisschen erklärt, was ich glaube, woran das liegt. Ja, Sie erinnern sich, dass ich gesagt habe, dass wahrscheinlich eine Adenomiose vorliegt. Das ist eine Endometriose der Gebärmutterwand. Das ist eine gutartige Erkrankung, die aber in Ihrem Lebensalter sehr häufig auftritt und dann eben auch zu diesen Beschwerden führt. Ja, wenn eine Frau Adenomiose hat, dann gibt es nur etwa 4% der Patientinnen mit dieser Krankheit, die keine Beschwerden haben. Also es ist fast immer so, dass diese Beschwerden auftreten, die Sie auch geschildert haben, nämlich Blutungsstörungen, also eine zu häufige oder zu starke Blutung oder auch Schmerzen bei der Blutung. Wir wissen, dass sie diese Blutungsstörungen und Schmerzen schon länger hat, also schon über mehrere Jahre. Und bei der Untersuchung hat sich gezeigt, dass eine Adenomiosis uteri vorliegt. Und man findet dann in der Muskulatur der Gebärmutter quasi Schleimhautinseln, die da aber nicht hingehören und dann eben diese starken Blutungen und auch Schmerzen auslösen können. Überbringen von unterschiedlichsten Diagnosen, Zeitdruck, Spontanität und Flexibilität. Die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus sind nicht gerade leicht. Doch trotz allem ist es dem Chefarzt und der Brustchirurgin wichtig, dass die Patienten bei ihrer Behandlung nicht bestimmt werden, sondern selbst mitbestimmen. Ich sehe uns als Berater und als möglichen Durchführer einer notwendigen Behandlung und primär entscheidet aber die Patientin, was sie von den möglichen Angeboten wahrnehmen will. Und ich möchte auch, dass die Patientin weiß, dass sie nicht bestimmt wird, sondern dass sie mitbestimmt an der Behandlung ihrer Erkrankung. Sie werden damit zufrieden sein. Die Operation ist relativ einfach. Wir machen das hier im Krankenhaus so, dass wir eine minimalinvasive Operation machen. Das heißt, sie werden durch drei kleine Löcher operiert. Wir können die Gebärmutter auch durch so ein kleines Loch aus ihrem Bauch entfernen. Okay. Das macht man, indem man das Gewebe in ihrem Bauch zerkleinert. Allerdings machen wir das hier im Krankenhaus nicht einfach in der Bauchhöhle, sondern in einem Beutel, der extra dafür konzipiert wurde, damit es nicht zu einer Verstreuung von Zellen kommen kann. Mhm. Ja? Das nennt man In-Back-Morcellation. Das ist ein relativ neues Verfahren. Das macht es für Sie noch mal etwas sicherer. Okay. Ja, und das Ganze dauert so ungefähr 45 Minuten.
Und Sie werden sehen, dass es Ihnen danach sehr gut geht und Sie danach keine Blutung mehr haben werden und auch die Schmerzen nicht mehr haben werden. Und ob es drumherum noch Endometriose gibt, werden wir bei der Operation auch sehen und dann auch mitbehandeln. Okay. Und wann genau, das müssen wir noch rausfinden, ja? Gut. Okay? Gut. Okay. Dann sehen wir uns später, ja? Ja, machen wir. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ja. Und die Endometriose bleibt auch weiterhin unser Thema. Wie es der Patientin heute, 2 Wochen später nach der OP geht und was generell die Frauenklinik am Bethesda Krankenhaus auszeichnet, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Harald Krentel. Er ist der Chefarzt der Frauenklinik. Herzlich willkommen, Herr Dr. Krentel. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gerne. Wir haben Sie gerade noch in der Reportage gesehen. Jetzt sitzen Sie hier bei uns im Studio. Vielleicht erzählen Sie zu Beginn einmal, ja, wie es der Patientin heute geht. Sie haben sie ja vor wenigen Tagen operiert. Ja, wir haben die Patientin wie geplant operiert. Das war eine laparoskopische Operation, also minimal invasiv mit der sogenannten Schlüssellochtechnik. Die Patientin hat sich gut erholt. Die Operation ist ohne Komplikationen verlaufen und sie wurde 2 Tage nach der Operation entlassen. Und ich hoffe, dass es ihr im Moment auch sehr gut geht. Ja. Das ist sehr schön zu hören. Vielleicht erzählen Sie einmal, Sie haben gerade die minimalinvasive Operation angesprochen, was das genau Positives für die Patientin bedeutet. Ja, ganz früher hat man bei Operationen die Bauchhöhle eröffnet über größere Schnitte und seit vielen Jahren geht das eben auch ohne großen Schnitt, sondern mit kleinen 5 mm großen Schnitten, teilweise 10 mm großen Schnitten, über die dann Ventile durch die Bauchdecke gegeben werden. Der Bauch wird mit Kohlendioxidgas aufgefüllt und dann kann man über diese kleinen Zugänge auch große Operationen durchführen und in der gynäkologischen Operationstechnik können fast alle Operationstechniken dann eben auf diesem schonenden Wege durchgeführt werden. Und dann gibt es am Ende einfach mal eine kleinere Narbe, denke ich mal, ne? Genau, es gibt eine kleinere Narbe, das heißt, es ist kosmetisch ein viel besseres Ergebnis für die Frauen. Es ist aber auch schonender im Sinne geringerer Schmerzen. Die Patientinnen können schneller entlassen werden, können schneller wieder in den Beruf zurückkehren. Also es hat eigentlich nur Vorteile. Und man muss ja so vorstellen, dass in den 80er Jahren diese Technik eigentlich angefangen hat, immer neue OP-Methoden dann dazu kamen. Aber wie Sie es ja auch im Fernsehen kennen, war die Bildtechnik auch vielleicht noch nicht dieselbe. Und heute haben wir exzellente Methoden. Wir haben auch 4K-Technik im OP, sodass wir ein sehr, sehr gutes Bild haben. Und wir können eigentlich minimalinvasiv heute viel besser und genauer operieren als offen. Was für Behandlungsansätze gibt es denn noch neben einer OP, wenn man an Endometriose erkrankt ist? Es gibt medikamentöse Methoden. Die Endometriose ist ja eine Krankheit, die hormonabhängig ist. Das heißt, sie hat was mit Östrogen und Progesteron zu tun, also den Hormonen, die von den Eierstöcken gebildet werden. Es ist eine Krankheit der Frau vor den Wechseljahren. Bei den meisten Patienten hört sie mit den Wechseljahren auf. Und die Idee der hormonellen Therapie ist, dass man diese Hormone nutzt, um dann die Endometriose ruhig zu stellen. Das kann vor oder auch nach Operationen erfolgen. Und was für Folgen können aus dieser Krankheit heraus erfolgen? Also viele von den sehr jungen Patientinnen haben Schmerzen. Das ist eigentlich so das typische Symptom einer Endometriose. Diese Schmerzen können sehr intensiv sein, sodass sie sich durchaus auch bemerkbar machen können im sozialen Bereich der Patientinnen, also sprich Arbeitsplatz, häufiges Kranksein zum Beispiel, teilweise aber auch in der Schule. Das kann auch in der Partnerschaft eine Rolle spielen, wenn eine junge Frau oft Schmerzen hat. Und eine andere Folge der Krankheit kann sein eine Infertilität oder Subfertilität, das heißt Schwierigkeiten beim Erfüllen eines Kinderwunsches. Ich würde mit Ihnen gerne noch über die generelle Behandlung speziell in der Frauenklinik am Bethesda Krankenhaus sprechen. Ja, was unterscheidet denn diese Frauenklinik von anderen? Was würden Sie sagen? Ja, wir haben ja mit dem Beginn meiner Tätigkeit zum 1.10.18 die beiden Kliniken für Senologie und Gynäkologie und Geburtshilfe am Bethesda Krankenhaus wieder zusammengeführt. Und wir haben, muss man sagen, am Bethesda Krankenhaus jetzt eine Frauenklinik im klassischen Sinne, sodass wir sagen können, wir können eigentlich den gesamten Bereich unseres Faches abdecken. Und das ist schon etwas Besonderes. Das macht die Frauenklinik am Bethesda auch zu einer sehr großen Frauenklinik. Und mit den entsprechenden Zentren, dem Brustzentrum und dem gynäkologischen Krebszentrum plus Geburtshilfe plus Endometriose plus Beckenboden haben wir schon das ganze Spektrum des Faches eigentlich dann in unserer Klinik vereint. Und das ist schon besonders. Ja. Was für einen Einfluss hat denn vielleicht diese Entwicklung speziell auf die Patientinnen? Können Sie da vielleicht schon Veränderungen ausmachen?
Also mein persönlicher Schwerpunkt ist eben die minimalinvasive Operationstechnik und die Endometriose, aber auch die gynäkologische Onkologie. Wir haben aber durch diese Endometriose und die Behandlung dieser Erkrankung schon festgestellt, dass wir viel mehr junge Patientinnen jetzt auch im Bethesda-Krankenhaus behandeln, also jüngere Frauen. Und wir haben quasi durch die verschiedenen Methoden, die wir anwenden und auch die verschiedenen Bereiche des Faches, die wir abdecken, eigentlich auch hier das gesamte Altersspektrum der Patientinnen jetzt in unserer Klinik. Und das konnten wir schon ganz gut feststellen in den ersten Monaten. Sie hatten mir erzählt, dass sich sogar so ein sozusagen Netzwerk gebildet habt und Frauen aus Trier ja, zu Ihnen in die Frauenklinik kommen. Also die jungen Patientinnen, die sind einfach gut vernetzt. Ja. Das Bethesda Krankenhaus hat zum Beispiel auch eine Facebook-Seite, aber auch die Patienten sind natürlich über WhatsApp, über Facebook, über Instagram und so weiter vernetzt. Und die Frauen geben sich einfach Tipps, wo sie sich vielleicht behandeln lassen können. Ja. Und wir sind natürlich gern bereit, Patientinnen auch zu behandeln und zu beraten, die nicht aus der Region sind, sondern eben auch aus überregionalen Bereichen zu uns kommen. Mhm. Jetzt haben wir heute viel über Endometriose gesprochen. Zuletzt würde ich gerne fragen, was für Schwerpunkte deckt denn noch die Frauenklinik am Bethesda ab? Ja, wir haben natürlich auch eine Geburtshilfe. Das ist eine der größten Geburtshilfen ohne Kinderklinik in der Region. Wir haben im Schnitt in den letzten Jahren um die 1200 Geburten gehabt, haben eine sehr niedrige Sektorrate und sind sehr stolz darauf, dass wir eine natürliche Geburtshilfe anbieten können. Ein neuer Schwerpunkt in der Zukunft wird sein, so eine Art Geburtshaus im Krankenhaus, also der hebammengeführte Kreissaal. Das ist nochmal eine ganz neue Richtung. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer Klinik und wir wollen weiter auch den Frauen eine möglichst natürliche Geburtshilfe in der Stadt anbieten. Dann habe ich erwähnt das Brustzentrum, ein zertifiziertes Brustzentrum, was sich eben um die Krankheit Brustkrebs kümmert, um die medikamentöse und operative Versorgung dieser Erkrankung. Dieses Zentrum ist etabliert und mit Frau Dr. Engeland haben wir eine sehr versierte Senologin im Team, die das Brustzentrum leitet. Und ich bin sehr froh, dass sie mit mir nach Duisburg gewechselt ist und wir gemeinsam diesen Bereich auch weiterentwickeln können. Und dann haben wir eben das gynäkologische Krebszentrum. Und hier gilt auch, dass wir im Grunde Schwerpunktklinik sind in der Region für die Behandlung solcher Krebserkrankungen der Frau. Klingt auf jeden Fall nach einer tollen Entwicklung. Ich bedanke mich für Ihre Einblicke in Ihre Arbeit und dass Sie heute bei uns waren, Herr Dr. Krentel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir, liebe Zuschauer, machen jetzt weiter mit unseren Nachrichten. Jede zehnte Frau ist von Endometriose betroffen. Aus diesem Grund veranstaltet das Bethesda Krankenhaus Duisburg am 15. Mai um 19 Uhr eine kostenfreie Endometriose-Infoveranstaltung. Dabei klären viele Referenten und Kooperationspartner des Bethesda Krankenhauses, darunter auch Dr. Harald Krentel, über Ursachen, Diagnose, Therapiemöglichkeiten und Kinderwunsch bei Endometriose auf. Die Veranstaltung der Europäischen Endometriose-Liga e.V. ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Kreissaal des Bethesda Krankenhauses öffnet am 6. Juli von 11 bis 16 Uhr für alle Interessierten seine Türen. Dabei werden Führungen durch den Kreissaal und Entbindungsstationen angeboten und über Angebote wie Babyschwimmen, Massage und Erste-Hilfe-Kurse informiert. Neben der natürlichen Geburt und Möglichkeiten geburtserleichternder Maßnahmen werden auch Spezialthemen wie Beckenendlagen und Zwillingsgeburten, Geburtsleitung nach vorausgegangenem Kaiserschnitt und die Möglichkeit der Wassergeburt besprochen. Für die jüngeren Besucher wird es eine Hüpfburg geben und auch für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Und das war es auch schon wieder mit Visite, Ihrem Gesundheitsmagazin bei Studio 47. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss, machen Sie es gut.